wird man zum Kafir, wenn man einen Weihnachtsbaum hat oder man einen Schoko-Weihnachtsmann kauft. Nein, da wird man nicht Kafir, wenn du Weihnachtsbaum tust oder wenn du auch Schoko oder wenn du auch Weihnachten feierst. Dann bist du kein Kafir, außer dass du davon überzeugt bist. Ja, wenn du davon überzeugt bist, was überleg dir, dass du überzeugt davon bist, dass Jesus Sohn Gottes wäre, dann braucht man nicht mehr zu diskutieren, oder?